Und dann tragen sie in diese Risikomatrix jedes Ereignis ein oder jedes Risiko ein. Und eins ist klar, nur die Risiken, die hier rechts oben sind, das sind die, um die sie sich kümmern müssen. Die da links unten, die zählen gar nicht, die können sie vergessen. Aber sie wissen zumindest, worauf sie jetzt achten müssen. Das ist der entscheidende Punkt. Und dann setzen sie sich hin und überlegen sich, Mitigation heißt das Stichwort, was muss ich tun, wenn das Problem eintritt? Und das schreiben sie schön hin und danach handeln sie, wenn wirklich dieser Fall eintritt. Auf diese Ausschreibung haben sich insgesamt etwa 10.000 Leute beworben. Denken Sie daran, das ist eine europäische Ausschreibung, deswegen haben sich Europäer darauf beworben. Wir hatten damals im Jahre 1987 eine deutsche Ausschreibung, ich bin deutscher Astronaut, und daraufhin haben sich 1.799 Deutsche beworben. Hier 10.000, die Frage ist, wie suche ich unter 10.000 Personen die 6 Richtigen aus, die später in den Weltraum fliegen? Und das ist eine Herausforderung. 10.000 Personen ist eine Menge. Da kann man sich jahrelang mit beschäftigen, wenn man jeden Einzelnen durchnimmt. Also muss es Verfahren geben, relativ effizient die richtigen Leute herauszusuchen. 7 Tonnen. Und wenn Sie das in Energie umrechnen, entspricht das 10 Kernkraftwerken gleichzeitig, die unter Ihrem Arsch sprudeln. Und das gibt Ihnen auch die Antwort auf die oft gestellte Frage, Herr Walter, was für ein Gefühl ist es, wenn Sie da hochfliegen? So, und Sie sehen, die haben eine Kleidung an, die sieht nicht so aus, was Sie haben. Tatsächlich ist Schwitzen ein großes Problem, denn wenn Sie so einen Raumanzug anhaben, muss die Wärme des Körpers irgendwie weg. Und das machen Sie dadurch, dass Sie in die Unterwäsche Schläuche einnähen. Sie sehen das hier, da fließt Wasser durch und dieses Wasser kühlt Ihren Körper. Und dann gibt es auf der Rückseite gibt's dann so ein Kühlaggregat, so einen Wärmetauscher und der bringt dann die Körperwärme weg. Die merken sich halt noch ein paar mehr Zahlen. Und es gibt andere, die merken sich ein paar weniger. Dazu brauchen wir auch ein bisschen Luft. Also, der Durchschnitt schafft immer die Hälfte. Okay? Und Sie brauchen sich nie Sorgen machen, wenn Sie nicht alle schaffen. Das liegt im Sinne der Sache. Übrigens, die Auswahl der Astronauten funktioniert anders, als Sie glauben. Es kommt nicht darauf an, der Beste zu sein. Überhaupt nicht. Es kommt darauf an, nie der Schlechteste zu sein. Denn am Ende des Tages wurden immer nur die Schlechtesten von unten nach Hause geschickt. Es tauchen nur Personen auf von Nationen, die viel in den ESA-Topf beitragen. Sie werden hier keine Nation sehen, sei es nun ein Belgier oder Holländer oder wen auch immer, der dabei ist, weil sie nicht beitragen.